Gast bei uns ist jetzt ein Mann, der ist mit Leib und Seele Fasnachter. Der schreibt eingängige Fasnachtslieder, schreibt sie und singt sie auch selber. Jeremy Frey, in und um Mainz herum hat er sich längst einen richtig guten Namen gemacht. Das ist unser Leben, wir geben alles wie in jedem Jahr. Jeremy Frey, der Mann für die gefühlvollen Fastnachtsmomente und die schwungvollen. Begleitet wird er von den Tänzerinnen der kleinen Winternheimer Kaode. Die rocken außerhalb der Fastnachtszeit als Cheerleader die Bühnen und Stadien der Region. Trainiert wird die Tanztruppe von Jeremy Frey. Etwas weniger sportlich geht's zu, wenn es wieder heißt. Jeremy Frey, schönen guten Abend. Ja, guten Abend und hello vor allem. Ja, hello, selbstverständlich. So viele Talente, also nicht nur singen, nicht nur komponieren. Vorsitzender des Fasnachtsvereins der Kaote in Klein-Winternheim. Sie trainieren die Cheerleader. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Ja, ich denke, man muss Spaß dran haben und man muss sich auch irgendwo ganz gut organisieren. Und solange man Spaß macht, dann klappt es auch gut. Ja, das Ungewöhnlichste finde ich auch, Trainer der Cheerleader zu sein. Wie ist das denn zustande gekommen? Ja, das sieht man mir jetzt direkt nicht an. Das wollte ich so nicht sagen. Aber es ist doch eher eine frauenaffine Geschichte, dachte ich. Ja, aber es kam dadurch, dass ich früher schon Showtanzgruppen trainiert habe. Und dann irgendwann kam das Cheerleading auf. Und dann haben wir mit Unterstützung von meinen beiden Co-Trainerinnen ein gutes Trainerteam. Mhm. Man kann wirklich sagen, Sie haben gut zu tun in der Fasnacht. 40 Auftritte sind das in und um Mainz herum. Wie gehen Sie mit dem Thema, wir haben es groß gehabt bei uns, mit dem Thema Stress um? Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Stress. Wir machen uns einfach gar keinen Stress, sondern wenn der Stress ist, dann ist er vierfach bunt und positiv. Und das ist eine Sache der Organisation. Auch noch so positiv immer alles, wenn wir am Samstag Sie 6 Auftritte am Stück haben. Das ist auch eine große eine Leistung, die man erstmal so organisieren muss. Ja, also wir fangen am Nachmittag an in Ludwigshafen und ja, fahren dann von der Fahrtstrecke dann hierher nach Mainz und tingeln dann durch die ein oder andere Halle. Das passt schon. Immer näher Richtung Mainz, Richtung Heimat. Wenn Sie in Ludwigshafen anfangen, sind Sie in der Pfalz. Da sagt man nicht Helau, sondern... Nee, die rufen Ahoi. Ahoi. Ja. Und dann, also dann als Mainzer oder als Rheinhesse, Sie dann auch Ahoi? Ja gut, das sind halt schon Fremdsprachen, ne? Aber ich sag jetzt mal, mehr Mainzer, wir integrieren auch die Ludwigshafener. Ist das ein Unterschied vom Publikum her in der Pfalz und in Rheinhessen? Also ich sage jetzt mal, in der Pfalz ist eine gute Stimmung. Der Unterschied ist größer, das alte leidige Thema zwischen Wiesbaden und Mainz. Ne? Also es kann schon mal vorkommen, wir kommen in Mainz von irgendeiner Bühne, werden umjubelt und gefeiert und machen in Wiesbaden genau dasselbe Programm, denken, mir habe irgendetwas falsch gemacht. Ja, das ist nun mal ein richtig gute Laune-Programm, eins, das richtig Spaß macht. Hat sich die Fasnacht in den letzten Jahren, Sie sind seit vielen Jahren aktiv, hat sich die da ein bisschen verändert? Ja, ich sag jetzt mal, der Ursprung der Mainzer Fasnacht ist ja die politisch-literarische Fasnacht. Und es nimmt immer mehr Showcharakter einfach an. Man setzt mehr auf Tanzgruppen, auf Showgruppen und natürlich auch auf Stimmungsgesang. Das haben Sie eine Erklärung, warum das diesen Trend hat? Ja, ich denke ganz einfach, die Leute, die sind 5, 6 Tage in der Woche in ihrem Job hoch konzentriert und die möchten dann samstags abends einfach die Sau rauslassen, ne? Auf mainzerisch gesagt. Können das inzwischen ja auch mit einer CD von Ihnen, die Sie veröffentlicht haben, mit vielen großen Fasnachtsgrößen, unter anderem Thomas Neger mit dabei, unter anderem die Mainzer Hofsänger mit dabei. Das Ganze heißt, wir sind alle Narren. Sie sind natürlich auch mit dabei. Wie sind Sie drauf gekommen, das Ganze zusammenzubringen? Wie schwer war es? Ja, es war eigentlich ganz einfach. Mein Produzent, der Jürgen Baumgart, der hat ein Tonstudio hier in Mainz. Und der hat dann alle rumtelefoniert. Und ja, es war jeder begeistert. Und hat gesagt, ja, natürlich, das machen wir. Denn was die Kölner können, können wir auch. Ganz genau. Die Kölner machen uns das Jahr für Jahr einfach vor. Und jeder hat hier in Mainz seine eigene Süppchen gekocht. Ja, warum sollen wir denn nicht gemeinsam alle Narren mal auf eine Scheibe bringen? Ja, jetzt haben wir gemacht. Tolle Idee. War auch gut. Klappt. Wo kann man Sie das nächste Mal erleben? Ich muss selbst überlegen, wo... Am Donnerstag geht's weiter. Da bin ich im Seniorenheim. Also wir machen auch viele soziale Geschichten. Ja.
Und dann Freitag in Garbsheim fällt mir jetzt spontan ein. Und ja, am Samstag die 6 Stationen von Ludwigshafen. Ja, also, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Vielen Dank, Sie waren. Und gerne. Hello. Ja, hello. Bis dann.